Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ein Frühstück mit Jeremy Fragrance. Er ist hier neben mir. Oh, das war ein dezentes Power heute, ne? Ich glaube, vielleicht kriegen wir noch ein besseres im Laufe des Tages. Wir haben ganz viele Zutaten und Jeremy wird gleich entscheiden, was zubereitet wird. Es gab nur noch einen kleinen Zwischenfall gerade eben. Seht ihr jetzt selbst. Wir gehen jetzt sprinten. Muss anders durchtrainieren. Geil. Ey, wir wollten eigentlich gerade anfangen zu drehen, aber Jeremy macht Morning Sprints immer und die müssen sein. Deshalb mache ich jetzt mit. Ja, ey, zu wild. Ey. Okay, oh, vielleicht geht's schon wieder zurück. Jetzt kann man das Essen auch anders genießen. Ja, ich, no joke. Jetzt isst man auch anders. Jetzt isst man ein Kilo Parmesan. Jeremy macht weiter seine Routine. Power. Weiter geht's. Nochmal springen hier. So 9 Stück. Du machst das schon. Geil. Yeah. Gib ihm. Schön. So, jetzt mal ein bisschen stretching. Okay. Oh, das kriege ich nicht mal hin. Guck mal, wie wenig weit ich runterkomme. Man merkt, man wird wach auf jeden Fall. Yeah! Yes, schön. So, jetzt machen wir ein bisschen Fußballer-Style. Einfach nachmachen. Okay. Gehalterhöhung. Ey, du killst mich. Also, Bro. Ja, mein Ernährungsplan ist derzeit wie folgt. Mal ganz fix. So, ich frühstücke relativ spät. Vorher ballere ich mich mit Matcha zu und mit grünem Tee und so. Die erste Mahlzeit ist meistens Eier und Fisch. Und dazu ballere ich Basilikum, Petersilie und Dings. Aber keine Carbs. Hier, 0,000% Carbs. Eier und Fisch zum Frühstück. Sonst nichts. Nix. Du bist ja jemand, der einen sehr wissenschaftlich alternativen Approach zu Ernährung hat. Genießt du Essen? Ich genieße alle Mahlzeiten außer der ersten. Also quasi, du genießt die Benefits vom Essen sozusagen. Du genießt nicht das Essen selbst, so, weil dein Gehirn reagiert ja schon mehr auf so fetthaltig, zuckerhaltig und ach, so, oder? Natürlich. Ja, also so weit müssten wir uns schon unter Kontrolle haben. Wobei es gar nicht so einfach ist, weil das ja eine sehr ekstatische Sache sein kann. Vor allem mit den hochgezüchteten, auch süßen Lebensmitteln, die wir mittlerweile haben. Aber ich liebe Eier und Fisch. Dann haben wir einen Magerquark mit Proteinpulver. Geil. Dann haben wir eine riesen Schüssel Gemüse mit Organen von Hühnern und so ein Zeug. Und dann abends habe ich so mein Oldschool-Abendessen. Okay, okay, guck mal. Lass uns schauen. Du hast gesagt, Habaneros müssen, ne? Top. Schön scharf. 3 Stück, ja. Warum? Weil da Capsaicin drin ist, das die Verdauung anregt, deinen Hunger stillt, ja, und richtig Vitamin C hat. Und den Arsch wegbrennt. Das brennt den Arsch weg. Brennt den Arsch weg. Also wenn du die Dinger gleich schälst, dann siehst du, und du dir dann irgendwie ins Gesicht fasst, bist du, brennt dir da. Also. Guck mal, ansonsten, was sagst du zu den kleinen Bösewichten hier? No chance. Keine Nüsse. Warum? Zu viel. Ich hab das in einem Bissen weg und ich wieg irgendwie 2 Kilo mehr. Dann tun wir die direkt zur Seite, ja? Ist einfach uninteressant. Ich mochte Nüsse, ja, mochte ich gerne, aber ist jetzt nicht so ein Must-Have. Dann, guck mal, da habe ich mich gefragt, ist das was für Jeremy Fragrance? Weißt du was? Das finde ich geil, weil das würde ich gerne, kenne ich alles, Sardinen kenne ich alles, aber Kaviar hatte ich noch nie zum Frühstück. Ja, komm. Das fände ich geil. Let's go. Super Quelle von Omega-3. Ich weiß natürlich, wie gesund die Dinger sind, aber ja. So gegessen habe ich die noch nie jetzt. Ich hatte mir gedacht, Omelette aus Wachteleiern und cool. Dann können wir vielleicht den Kaviar drüber machen. Was hältst du davon? Können wir machen oder wir essen die Wachteleier roh. Habe ich auch früher gemacht. Also ja, aber jetzt nicht mit der Schale, logischerweise. Doch, mit Schale. Oh shit, okay. Also ich habe mir vorgenommen, ich esse alles, was du isst, aber so ein rohes Wachtelei würde ich dir den Vortritt lassen tatsächlich. Macht Putin auch. Schokocroissant? No chance. Franzbrötchen? Nix. Weißes Brötchen? Nee. Achtung jetzt, ich habe gut aufgepasst. Dinkel, Vollkorn, Sauerteigbrot. Geil. Aber erst abends. Erst abends, okay. Dann lassen wir das jetzt außen vor. Ja. Speck ins Omelett? Nee.
Okay. Nee. Guck mal, darf ich dir meine Wunschrezeptur zeigen? Let's go. Stell einfach alles rüber, was du brauchst. Geil, viel Vitamin C und auch stinkst du nicht so sehr. Das desinfiziert auch deinen Mund, wenn du Gewürzmischung mit Knoblauch und so. Hier ist ganz viel Inulin drin, so für deine Ballaststoffe, für deinen Bauch. Richtig geil. Die nehmen wir jetzt auch anstelle der Zwiebeln, weil die haben das ähnliche Ding. Müssen wir jetzt nicht zum Frühstück haben, habe ich eher so nachmittags in meiner Grillpfanne. Okay. Ansonsten, boah, geil. Zum Beispiel nicht. Scheiße, eigentlich nicht, nee, weil die haben auch Zucker. Mhm. Die spare ich mir morgens echt nur komplett neutral. Und was haben wir noch? Kaviar ist super, ne? Kaviar. Also ich brate immer ohne Fett, aber einen Schuss kannst du gerne reinmachen, das passt. Hier, Dinger. Eine der einzigen Quellen von Vitamin D für Vegetarier, für Veganer. Hauen wir auch rein, sehr gut. Avocado. Nee, die hat ja irgendwie 30 Gramm Fett oder so ein Teil. Weißt du, wie viel Fett ein Ei hat? 7 Gramm Fett. Ach krass. Ich kann 4 Eier essen locker oder eine Avocado. Was ist mehr Benefit? 4 Eier. Ich finde es geil, wenn du Wachteleier-Omelette machst, weil das habe ich noch nie gehabt. Ja, siehst du, ist auch umso besser. Brauchen wir nur noch eine Schüssel, habe ich hier. Zähl mal bitte, Jeremy, wo in aller Welt beziehst du diese Informationen? Liest du wissenschaftliche Publikationen? Von den Amis. Ja. Einer meiner Lieblingstests, immer wenn ich was gegessen habe, ist, ich putze mir die Zähne mit der anderen Hand, wie ich eigentlich benutze, und gehe rückwärts die Treppen hoch, auch so ein bisschen, um dein Gehirn zu trainieren. Und dann merke ich so, boah, ich finde echt so schlapp, Mann. Scheiße, das ist echt so wack, fühle ich mich. Ja. Und so teste ich mich auch immer. Ich merke gerade, ich koche zum ersten Mal mit Wachteln. Die sind ein bisschen schwer im Handling, ne? Also so klein irgendwie, ne? Hast du eine Schere? Zieh dir erstmal rein. Normal, es gibt sogar so richtige Wachteleier-Scheren. Ansonsten machst du einfach so. Und was mit der Schale? Ja, ist egal. Okay. Weil eigentlich geht das besser. Oh, scheiße. Eine geht mit Schale. Das macht Arnold Schwarzenegger auch. Kannst du gucken. Ich bin sonst so ein bisschen traditionell kulinarisch unterwegs. Also ich greife so viel auf Rezepte zurück. Aber du machst das genau richtig. Ich merke das schon. Also wir ballern da jetzt 36 Stück rein? Ja, normal. Das ist das geil, Mann. Das ist Energy, Bro. Das ist Energy. So ein Arzt aus Amerika, der sagt, the yolk of an egg, das Eggyolk, also das Gelbe, ist so sehr wahrscheinlich das Gesündeste, was es gibt auf der Welt. Eine Multivitamin-Tablette, was in einem Eigelb drin ist. Natürlich halt, ne? Geil. Testet es einfach morgen. Teil meiner Morning-Routine ist, hol aus dem Kühlschrank mein Ingwerwasser, reines Wasser mit hochkonzentriertem Ingwer-Extrakt. Okay. Und dann trinke ich das und dann dein Magen wie so eine Maschine dich anflippt. Ich so, alter Schwede, ich bin wach. Bumm. Und dann fange ich an, Zähne zu putzen. So. So, schon so. So. Dann rasiere ich mich. Nächste Session. Jeremy, ja? Ich habe eine Frage an dich. Ich habe gesagt, komm, eine Stunde Dreh, Power. Ja. Danach gehst du direkt weiter. Ja. Hältst du dich jeden Tag so busy und so aktiv? Oder hast du eine Zeit, ab der du in den Ruhemodus gehst? So, und dann machst du gar nichts mehr? Für mich ist das dann einfach a courageous state. Sozusagen eine mutige Stimmung. Anstelle einer feigen Stimmung. Aufmerksam, ja. Also, wo man so kopfmäßig da ist. Ne? Also im Prinzip, Will Smith hat mal gesagt, if you stay ready, you ain't got be ready. Wenn du dich freiwillig diesen Sachen stellst, bist du viel geiler drauf. Wir verquirlen das jetzt alles mal schön, ne? Ja. Guck mal, hier sieht man so die Schale. Eine der besten Kalziumquellen, die es gibt auf der Welt. Salz, Pfeffer. Ja, bin ich dabei. Okay, geil. Wobei, warte mal, weil du willst nicht zu viel Salz haben, weil sonst ist dein Gesicht sehr puffy. Und Fisch hat von Natur aus immer viel Salz. Nehmen wir nur das. Nur Pfeffer. Nur Pfeffer. Komm, du machst. Normal trinke ich dazu immer noch eine Brühe so, aus so einem Bierkrug. Mach mal fertig. Deswegen esse ich auch die Sardinen mit Haut und Knochen, weil die Haut hat Kollagen, die Knochen haben Kollagen. Einmal so am Start sein wie Jeremy Fragrance. Das heißt, du nimmst auch 3 Stück, Ich nehme 3 Stück, kein Problem. Sollen wir die schälen? Ich mache das meist so parallel. Ja, willst du ein Brettchen Messer oder machst du es von Hand? Ich mache die so einmal sauber. So, und der Rest geht gleich weg, wenn ich das mit Wasser hier weggemacht habe. Okay, so, dann okay. Nehme ich schon den nächsten. Boah, die Dinger sind so scharf, Alter. Schärfe schon, oder wie? Wenn du die einatmest. Boah, alter Schwede. Brauchst du was zu trinken? Nee. Was ist aus deinem... Oh, jetzt ist es auch bei mir. Boah, die Habanero knallt auf jeden Fall. Ja, ja. Dein größter Feind ist die Comfortzone, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Was machst du, wenn du in der Comfortzone bist? Für mich eine Comfortzone ist, wenn ich im Flugzeug sitze und einfach penne. Übrigens gehe ich auch nicht mehr essen. Punkt. Also ganz kurz für die Leute, die das Jeremy Fragrance Wachtel-Omelette mit zubereiten wollen. Ein paar Shiitake-Pilze in Ghee, Butterschmalz. Ja. Und das braten wir jetzt einfach ein bisschen an. Dann kommt im Anschluss Wachtelrührei drauf und Artischocken auch rein. Ja. Machen wir so. Kommen wir nochmal zum Essen. Du gehst nicht essen, du isst sehr funktional. Kommt es mal vor, dass ein Jeremy Fragrance sich einen Burger mit Pommes reinknallt? Nicht mehr. Ich war ja in Miami und da habe ich alles ausprobiert. Und ja, aber ist das für dich... All you can eat. Ohne Ende. Und geil. Und ich habe es gemacht. Jetzt reicht es irgendwann, weil wir wissen, das kannst du nicht machen. Denkst du manchmal, dass du dich so viel selbst optimierst, dass du quasi den Fokus mehr auf dem Optimieren als auf deinen eigentlichen Zielen hast?
hast oder schaffst du es, deine Ziele immer im Fokus zu behalten? Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich wollte diese Sache mit dem Essen gerne einmal und für alle Male erledigt haben. Ich habe ja auch nicht mehr so viele Videos über Essen, mache ich ja nicht mehr. Ja. Weil wir tun das jeden Tag, 3-4 Mal, mein Leben lang. Du weißt es ja selber, wie du dich fühlst nach einer katastrophalen Mahlzeit. Ja, voll. Und überleg, du hast 4 katastrophale Mahlzeiten die nächsten 20 Jahre jeden Tag. So, machst du das Bett von unseren Tellern fertig? Also, wir machen einfach Hälfte, Hälfte. Magst du dein Omelett so ein bisschen runny? Ja, gerne, gerne. Okay. The more runny, the better. Das wird nur schwer, ich merk's schon. Guck mal, das ist so voll mit den Artischockenherzen. Passt. Wir werden keinen Schönheitspreis gewinnen. Kein Problem. Wir machen das hier und jeder kriegt 3 Stück. Die kommen hier drauf. Ja. Und hier kommt dann der Fisch nochmal hin und die 3 Eier. Fisch, also so Kaviar einfach, ne? Oh ja, sorry. Du hast Gewürze. Was ist italienische Kräuter ohne Ende? Oh ja. Ich habe auf dem Balkon frischen Oregano, Rosmarin. Ich mache meistens hier einfach voll die Ladung Pizzagewürz drauf. Hast du sowas? Ja, mit Sicherheit. Warte, habe ich sogar da. Italienische Kräuter. Ja, ja, sehr gut. Gib ihm. Und ich mache auch viel. Und dann noch frischen Pfeffer. Also noch mal frischen Pfeffer. Ja, ja, würde ich auch noch mal machen. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ist jetzt... Das ist normal, Mann. Alter. Weißt du, das ist voll Detox für deinen Körper. What the fuck? Das ist voll geil. Ey, Bro, ich bin so gespannt, ob das nach irgendwas schmecken wird jetzt. Guck mal, du musst dir wirklich vor Augen führen, Jeremy. Ich esse so, ich will es jetzt nicht normal nennen, aber ich sag mal traditionell, ne? Also für mich ist das jetzt gerade eine ganz andere Welt hier, was du mit mir vorhast. Und diese Gläser für die Brühe? Ja. Ja, nehmen wir. Komm, ich lass die Kapern jetzt mal weg. Ich habe alles für dich gekauft, ne? Also ja. Feel free, mach's rein, wenn du Bock hast. Dann hauen wir die jetzt rein. Das passt auch genau für uns, 2 Portionen. Ihr seht, bisschen Kapern hier rein. Wie gesagt, ganz viel Quercetin drin. Das ist total der gesunde Antioxidant. Guck mal, aber ich habe mir direkt beim Kaviar gedacht, dass das was für dich ist. Hälfte bei uns beiden jeweils oben auf die Kräuter oder an die Seite. Wie machen wir's? Weißt du, was ich noch gern dazu hätte? Okay. Eine Sardinendose. Weil das sind so ein bisschen wenig. Dorschleber oder? Nee. Das sind Kieler Sprotten. Ja, das geht in Ordnung. Das waren die einzigen ganzen Fische, weil Knochen müssen dabei sein, ne? Müssen das Öl aber abtropfen. Je kleiner der Fisch, desto wenig Mercury und Quecksilber und so ein Zeug hat er in sich. Darf ich die hier nehmen? Den Teller? Ja, den hier. Ja, safe. Den finde ich nämlich irgendwie richtig geil. Normal habe ich jetzt nochmal so Vitamintabletten und so ein Zeug und alles. Ich habe, glaube ich, Magnesiumtabletten. Oh, würde ich gerne nehmen. Nach dem Sprint? Ich will genau das gleiche wie du. Ich will genauso am Start sein. Okay, Jeremy, es ist soweit. Jetzt kommt drauf an. Du hast das schon häufig gegessen. Ich habe das noch nie gegessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so in einem Restaurant kriegen würde, würde ich denen vielleicht einen Vogel zeigen. Einfach rein damit und fertig. Wir fangen erstmal mit einem Dankesgebet an. Vielen Dank, lieber Gott, für das wundervolle Essen hier mit Max und mit Eric hinter der Kamera und dass wir hier etwas Wundervolles genießen dürfen. Okay, sweet. Dann, komm, lass uns probieren. Ja, ich trinke dann meist als erstes meine Vitamintabletten hier, die irgendwie so liegen, so. Spruch von Leonardo da Vinci. Nach einem arbeitsreichen Tag schläft man wundervoll. Okay. Nach einem arbeitsreichen Leben stirbt man wundervoll. Und nach unserem Sprint und dem ganzen Arbeit, ich sag immer 80% vorm Frühstück erledigt haben, schmeckt das, auch wenn es eigentlich nicht so schmecken würde. Ich bin gespannt, komm. Guten Appetit. Alter. Lassen wir es uns schmecken. Geh erstmal neutral ans Antischockenherz mit einem Kilo italienische Kräuter. Kann dir empfehlen, schau, dass du die Habaneros überdeckst mit den anderen Geschmäckern, weil alleine, wenn du die isst, da hauen die dich weg. Ne? Nein, nicht weg. Habanero, Auberginenherz, Kaviar und natürlich italienische Kräuter. Mmh, geil. Mmh. Und danach kannst du Marathon laufen nach diesem Essen. Ich probiere jetzt mal das Wachtelei-Omelett. Da ist auch so ein Stückchen Schale. Komm mal, nehme ich jetzt mal für die Kamera mit. Sieht man es? Schale darf auch nicht fehlen. Jeremy, ich mach's jetzt nur, weil du da bist. Sonst würde ich das niemals essen, aber vielleicht zeigst du mir jetzt was. Die Schale will irgendwie nicht so runter bei mir. Einfach Kalzium. Also das Omelett finde ich nicht so gut. Ich gucke einfach, was drin ist und dann geht's rein. Ja. Ja. Vielleicht wäre das doch mal was für dich, auch mal ein Kochvideo rauszuhauen. Die Leute interessieren sich doch für deine Ernährung. Ich habe so ein bisschen einen internen Kodex, dass es auch Fragrance-related sein sollte. Schau mal da drüben. Oder schau du mal da drüben. Da steht schon eine kleine Kollektion. Toll. Die werden wir in einem Video von dir jetzt gleich mal schnell durchchecken. Aber ne? Gerne. Na klar. Deshalb auf jeden Fall bei Jeremy vorbeischauen. Hey, ich muss wirklich sagen, mein Magen wehrt sich ein bisschen gerade. Ich bin das noch nicht gewohnt. Vielleicht knallt's bei dir. Musst du die Habaneros besser vorher machen als später. Leute, ich glaube, ihr habt unseren Eindruck gesehen, es ist wirklich crazy. Ich bin gespannt, wie ich mich fühle. Vielleicht melde ich mich nochmal zu Wort. Ich trinke hier noch ein Stück von meiner Hühnerbrühe. Macht's gut. Leute, es ist no joke viel zu krank, was wir hier auf diesem Teller hatten. Ich habe nicht mehr geschafft, Leute. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Jeremy ist jetzt weg. Das hier ist Jeremys Teller. Was soll ich sagen? Also, es war nicht lecker. Ich musste auch schon einen Abstecher ins Bad machen. Bin ich jetzt voll am Start? Ich bin auf jeden Fall wach nach dem Morgen mit Jeremy. Deshalb hat es auf jeden Fall sein Ziel erfüllt, würde ich sagen. In jedem Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt. War wirklich ein außerordentliches Video heute und wir sehen uns natürlich zu ganz normalen Kochvideos bald wieder, aber ich glaube, es war wirklich sehr cool heute. Wir sehen uns. Ciao.